So, und herzlich willkommen zurück bei DayZ Together mit Mr. Gamecraft, Miss GLaDOS, Ladies First, Miss GLaDOS und Mr. Gamecraft und mir, Lord Toad, LP. Wir stehen hier wo ganz anders, wo wir letztes Mal eigentlich nicht waren. Hat irgendeinen anderen Grund, ist viel zu viel zum Erklären. Und wir gehen jetzt erstmal zurück zum Lager. Weil wir nämlich nichts mehr zu essen und zu trinken haben. Das hast du schön gesagt. Genau, also ich habe, wir haben nichts mehr zu essen. Und jetzt nichts mehr zu trinken. Oh, es sind nur 3 Zombie da. Das ist aber heftig. Ja, ist komisch, der ist ein Tagsführer und der ist so unbelebt. Das habe ich noch nie erlebt. Ja, dann lass uns mal gehen, würde ich sagen. Tja. Okay. Ja, Stefan, weißt du, in welche Richtung das du musst? Oder laufst ich du einfach? Ich hab doch Till. Ja, aber du bist jetzt einfach in irgendeine Richtung weggelaufen. Nein, ich bin Till hinterher. Ach so, okay. Naja, er sieht ja auch so gleich aus. Entschuldigung. Die Brille, nicht? Ja. Wir versuchen jetzt so nach 20 Minuten immer einen Cut zu machen, damit wir die Parts gleich haben. Wir sind jetzt bei unglaublichen 1 Minute 20 Sekunden. Ich bin bei 1 Minute 40, ja. Ja, du hast aber auch schon früher angefangen. Ich habe ab da gemacht, wo ich meine Aufnahme gestartet habe und dann direkt danach habe ich ja Hallo gesagt. Ja, wir müssen jetzt hier irgendwie voll die Spannung machen. Lustig sind ist, dass 3 Zombies da sind und keine davon leben. Oh, vorher, als wir gespawnt sind, waren aber 70 Zombies da. Können wir mal kurz anhalten? Ich habe nämlich ganz blutrotes Trinken. Ich muss mal gucken, ob ich noch Trinken irgendwo drin habe. Ich habe eine Wasserflasche. Kann man die trinken? Wenn sie voll ist, ja. Ja, ist sie. Essen sieht bei mir auch eher schlecht aus. Boah, mein Trinken ist auch rot, aber ich habe nichts mehr. Dann lanzt man das Dorf da rein. Mhm, finde ich gut. So. Hat eigentlich jedes Dorf eine Kirche? Weiß ich nicht. Nein, nicht jede. Ach, jetzt sind ein paar mehr Zombies da. Wahrscheinlich, weil wir in die Nähe vom Dorf kommen, ne? Ja, da steht schon einer. 2, 7. Ich wollte gerade sagen, da stehen schon mehrere. Oh, da kommt einer. Dürfen wir schießen eigentlich? Ja. Schön. Oh, Soda-Can hat fallen gelassen. Perfekt. Da kommen die anderen jetzt alle an. Ja, scheiße. Voll nicht getroffen, perfekt. Oh. Ist das okay, vielleicht solltet ihr doch nicht schießen. Jetzt kommen sie alle. Ach Gott, nur schön. Ich weiß gar nicht okay, gerade, wer jetzt, von... Scheißegal, jetzt schießt einfach. Wer von euch jetzt ein Zombie ist und wer nicht. Die aussehen wie Menschen, sind, glaube ich, keine Zombies, Steffen. Jetzt hätte ich fast Till getroffen. Ich schieß einfach drauf, egal. Sag mal, ist das hier so ein Fahrrad, der hier da gerade gefallen ist? Was? Hier, der da? Achso, nein. Nein. Hör ich noch Zombies? So, direkt die Spannung am Anfang, das ist ja schön. Yay, ich habe auch was zu trinken. Ja. Meins. Meins. Das ist ein Heatpack. Wow. Eine Bandage. Der hat anscheinend, Bandagen habe ich eigentlich gebraucht. Ich habe auch nur eine. Wie viele Bandagen habt ihr noch? Ich habe 4 und im Rucksack habe ich auch noch welche. Also ich habe genug, glaube ich. Ich habe eine. Okay, dann nehme ich die. Der hat ein Heatpack. Okay, wenn wir in der Stadt sind, dann schießt doch wieder nur ich mit der Makarov. Die ist leiser, ne? Mhm. Okay. Mensch, was da passiert. Noch eine Bandage. Also wenn noch jemand Essen hat. Blutig kann das sein? Da musst du auf dein Flugzeug. Ja, tust du. Ihr müsst immer auf euer Blutzeichen gucken und wenn da ein weißes Kreuz blinkt, dann blutet ihr. Hat irgendjemand was zu essen, weil das ist bei mir auch gerade recht. Ja, warte, ich mach dir was im Rucksack. Okay, ist drin. Es wäre ja irgendwie lustig, wenn man die Zombies essen könnte. Fleisch. Ja, das muss ich jetzt. Jetzt habe ich nämlich wieder irgendwie den Rucksack so geöffnet. Ich hab keine Ahnung, jetzt habe ich das, glaube ich, gedroppt, oder? Oh, okay. Stefan. Ja, weiß ich nicht. Ich hab doppelt auf den Rucksack geklickt und dann war ich im Rucksack drin. Ja, und dann musst du es in dein Inventar schieben. Mit rechts.
Aber du weißt noch nicht ganz, was rechts und links ist, ne? Ich weiß noch nicht ganz, wo das überhaupt jetzt geblieben ist. Ist noch in deinem Rucksack, Stefan. Nein, ist es nicht. Doch, ich hab doch gerade reingeguckt, verdammt. Petrol-Tex. So, da ist ein scheiß Stück Fleisch drin. Ich leg doppelt drauf, da unten steht Closeback, aber hier ist kein Fleisch. Dann scroll mal runter, vielleicht unten irgendwo, hier, oder... Hier, ich kann nicht weiter runter scrollen. Da ist aber eins, Ramon, kann ich das denn in deinem scheiß Rucksack sehen? Dann nimm's nochmal raus und tu's wieder rein. Leg's ihm halt auf den Boden, wenn es nicht anders kann. Ich kann's nicht rausnehmen aus irgendeinem komischen Scheißgrund. Ja, wahrscheinlich ist es verbuggt. Ich habe vorhin mein Inventar mit G geöffnet, doppelt auf den Rucksack geklickt und dann hatte ich rechts das Rucksack-Inventar. Ja. Konnte es dann da nicht essen? Nein, wenn du rechts das Rucksack-Inventar hast, das heißt, du hast irgendwo G gedrückt. Das heißt, du hast an einer Zombie-Leiche gehockt, hast dann G gedrückt und die aufgemacht. Und so siehst du nur dein Rucksack-Inventar. Normalerweise siehst du das nur auf der linken Seite. Wahrscheinlich war ich dann zu nah an dieser Leiche dran oder so. Keine Ahnung. Ja, ich gehe dir mal ein Stück Fleisch. Tatsächlich. Warte, dann gehe ich mal von der Leiche weg, bevor das nochmal passiert hier. Dann guck da nochmal in den Rucksack, wenn es immer noch nicht drin ist, gebe ich dir mein letztes Stück Fleisch. Hast du es? Nee, hier ist nichts drin. Okay, ich sehe es immer noch, aber irgendwie komisch. So, jetzt müssen wir... Ich habe es vorhin übrigens auch gesehen. So, und jetzt kann ich es auch essen, ja. Okay, wir können dann auch mal weiter, glaube ich. Okay. Schleichen? Ja... Ein sehr bestimmtes Ich glaube, ich schleiche. Ich sehe das immer noch nicht, ob ich schleiche oder nicht. Ja. Ja, wenn deine Sicht niedriger ist, dann schleichst. Ja, ich sehe das aber nicht, ob meine Sicht niedriger ist. Oh, wie können die uns jetzt schon entdecken? Komm, lass einfach rennen. In das rote Blockhaus. Wenn die Kirche nicht offen ist, dann guck gleich mal, ob die Kirche da ist und wenn nicht. Ich finde es immer super, wie er losrennt und dann sagt, ja, rennt einfach. Ja, die Kirche ist offen, wenn die Kirche rennen. Was ist so toll an der Kirche? Die ist offen. Oh, okay. Wir können auch Lebensmittel spawnen, theoretisch. Da ist ein Wunder, kann man das selbst spawnen. Das hört sich toll an. Wir können dann... Alter, sind wir im Pokerefka? Kann das sein? Ah ja, ich glaube ja. Okay, in die Kirche. Na, ich bin... Ach, ganz hinten und dann Feuer eröffnen. In der Kirche, ich glaub's ja nicht. Ey, Mann. Oh, nachladen, super. Falscher Moment zum Nachladen. Oh, da kommen jetzt aber ein paar, ne? Ja. Marion! Hm? Sag was Spannendes. Was Spannendes? Ich brauch Munition dann bald. Ich hab bloß noch zwei. Es wird Zeit, dass wir zum Dings zurückkehren. Ja, zum Lager. Oh, da kommen scheiße viele jetzt. Mein Gott, die brauchen aber auch immer, bis die umfallen, ne? Warte mal, hört mal auf zu schießen. Ich hab hier noch was. Ich hoffe, das jagt uns jetzt nicht alle in die Luft. Ja, ich komm, geh mal in die Ecke irgendwo. Oh fuck. Hinlegen! Ich hoffe, dass... Oh Gott, das wird so... Oh. Okay, aber es ist nichts passiert, oder? Außer, dass es scheiße piepst. Nur ein Schock. Aber wir haben sie alle. Ich habe gar nichts gesehen, außer dass es auf einmal grau wurde und es piepst. Oh ja, jetzt ist... Ja, okay, ihr habt nur einen Schock. Ihr blutet ihr? Nein, nee. Außer dass meine Augen jetzt gerade vom Piepsen tränen. Oh Gott. Das ist aber schon ein bisschen eklig gewesen jetzt. Ja. Okay, nicht auf den schießen, nehme ich jetzt eine Waffe auf die Seite. Ich heb einfach hier schon mal Sachen auf. Kann ich hier die Munition brauchen, die hier liegt? Sieht nicht so aus, nee. Sieht man das eigentlich irgendwie, wo dran, ob man Munition brauchen kann? Leuchtet dann die Waffe auf oder sowas? Nein, ja, das ist die bei irgendeinem random Shooter. Du musst einfach gucken, ob die passt oder nicht. Zum Beispiel, wenn du eine AKM hast, dann wäre es praktisch, wenn du AKM-Munition benutzt. Warum? Ich wurde gekickt. Was? Müssen wir jetzt also schießen? Wenn die kommen? Ne, die kommen noch gar nicht. Okay, wir schießen noch nicht. Marion? Okay, ja. Du bist hinterm. Noch nicht schießen, nein. Nee. Ja, Ping zu hoch, scheiße. Letzte hoch bei euch? Nö. Nee, gar nicht. Letzte hoch oder hast du den Browser offen? Nein. Ja, Browser wie offen, aber da ist nix. Ja, mach trotzdem mal zu. Aber ich guck gerade eine Serie.
Merkt halt die Zeit. Ja. Könnte daran liegen, dass du die Serie guckst. Aber die buffert nicht mehr, die ist schon voll geladen. Ja, ich mach's aus. Hier liegt eine Waffe. Ne? Oh, jetzt bin ich ohnmächtig. Hat jemand einen Epipen? Das kann sein, warte. Es ist, weil ich mich ausgelockt habe, während ich einen Schock hatte, habe ich ganz vergessen. Da wird man ohnmächtig für 5 Minuten oder so. Hier liegt eine Le Enfield. Ja, brauchst du nicht. Hast du einen Epipen? Ich guck gerade, sieht nicht so aus. Scheiße. Ich habe, was ist denn das hier? Painkillers und Heatpack. Nee, ich habe auch nichts. Okay, na dann, es dauert glaube ich 3 Minuten oder so, keine Ahnung. Wo liegt's? Naja, dann haben wir ja Zeit. Da im Mittelgang, glaube ich. Jetzt können wir ihn ausrauben! Ach, du hast aber noch... Oh, du hast recht, die schwarze Augen, das sieht gruselig aus. Dann gucken mal die Leichen durch, ob hier was Tolles... Ja, mach das mal, da war ich auch gerade dabei. Können die eigentlich irgendwas richtig Geiles auch haben? Nichts richtig Geiles, nein. Irgendwie höre ich hier gerade irgendwie ganz eklige Geräusche. Ja, das sind draußen sind ein paar Zombies. Kann man die nicht zumachen, die Tür hier? Ja, machst du zu. Hab ich. Können die Zombies Türen aufmachen? Ja. Das ist nicht gut, ne? Ja. Aber durch die geschlossene Tür sehen sie uns nicht, oder? Doch. Oder ich weiß nicht, die können uns hören immer noch. Also laut der Anzeige oben rechts sind wir sehr gut zu sehen. Och, der hat was zu trinken dabei. Ja, die Anzeige sieht ja nicht, ob du gerade in einem Raum bist oder nicht. Ach so, das ist ja doof. Ah oh, ja. Du stellst Anforderungen hier. Ja, echt. Wenn das schon so eine Anzeige ist. Ja, okay, da hast du aber recht. Ich dachte mal... Da ist eine Waffe. Ja, die braucht man nicht so. Ach so. Ich dachte jetzt, mit der Anzeige kann man genau sehen, ob die Zombies einen wirklich sehen. Aber nein. Oh, hier ist noch... Ja, im Prinzip schon, aber... Ach, verdammt. Hier ist ach, fuck. Bandage. Okay, Le Enfield. Wie wird die denn ausgesprochen? Le Enfield, oder so? Ne? Le Enfield. Le Enfield? Le Mi? Sonst ist hier nichts? Kann man hier Bibel lesen oder so? Hallo, Maus? Ah! Maus, reagiere auf mich! Ah! Ah! Warum geht meine Maus nicht mehr? Dun, dun, dun. Sie leuchtet, aber ich... Hallo? Ja. Ich tu mal Batterien raus und wieder rein. Ja, je. Mein Gott, das ist ja die perfekte Superaufnahme, ey. Ich leg der eine ist ohnmächtig, der andere hat keine Batterien mehr in der Maus. Ah, jetzt geht sie wieder. Komisch. Jetzt geht sie wieder nicht. Vielleicht sind die Batterien zu schwach, Stefan. Ich weiß nicht, ich kann jetzt... Oh Gott! Soll mal... Ich hab keine Batterien. Ein richtiger Gamer hat eine Ersatzmaus. Ja, ein richtiger Gamer. Der Gamer hat keine schwule Batterienmaus. Ja, theoretisch hast du recht. Oh, die geht aus irgendeinem Grund, die Batterie. Gut. Tun wir die mal rein, mal gucken, wie lange sie geht. Das ist so cool, wie deine Figur zu dem die Gesten macht, was du gerade gesagt hast. Einfach so die ganze Zeit hoch und runter. Ja, die geht nicht. Und dann ist sie wieder runtergekommen. Ich hoffe, ansonsten machen wir jetzt nach dem ersten Bad einfach einen Cut und ich hole neue Batterien. Oh Gott. Ja, was machen wir denn? Let's hol Batterien. Ja. Ja, wie lange brauchst du noch, Till? Mal geht's dir wieder gut? Was kann man da eigentlich machen? Wir können jetzt sein Inventar, hier seinen Kompass können wir nehmen. Den Kompass könnt ihr euch nehmen, den habe ich eh für euch mitgenommen. Gut, dann nehme ich den vergessen, mal. Euch zu geben. Puls ist strong. Wie kann ich denn den Kompass, auch mit O? Nee. Mit I? Nee. Hä, was wollte man? Ach so, mit K. K wie Kompass. Englisch stimmt's. Ja, O wie Ohr stimmt doch auch. Ja. Allerdings. Mein Gott, selbst der Kompass hat Lichteffekte. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Hey, ich will auch. Ich gebe ihm ja. Okay, willst du die Uhr? Die Uhr will ich eh nicht. Nein, ich habe eine Uhr. Ach, du hast keine Uhr. Sicher habe ich eine Uhr. Du kannst doch mit dem Kompass gar nichts anfangen, Marion. Pfeil nach rechts oder nach links, wenn ich Marion den geben will? Nach rechts. Mach das.
Du solltest das doch irgendwann wissen. Rechts ist dein Inventar, links ist das andere Inventar. Wo sollst du das hinmachen? Nach rechts. Ach Gott. Auf die Seite, wo es gerade nicht ist, Stefan. Ich sollte auf die es Seite, jetzt wo nicht dein haben. Inventar ist. Er hat es mir aber... Oh, du hast es mir ja wirklich gegeben, Stefan. Überraschung. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen überraschend. Wir sind übrigens bei 15 Minuten und es ist nichts passiert. Ich bin gleich fertig. So, und, oh, da bin ich wieder, yay. Ja, schade. Siehst du das, wie lange das noch ist? Ja, das war so Sanduhr, die abgelaufen ist. Cool. Mein innerlichen Auge. So, jetzt schießen wir noch einmal auf ihn. So, Leichen? Da bin ich, pff, oh. Hat er die Leichen alle begraben? Nö, die plöppen irgendwann weg. Das solltest du das eigentlich wissen, ja? Ja, echt? Ja, ich war noch nie so dumm und hab so viele Leichen umgelegt. Du hast so viele Leichen umgelegt, ich habe auch noch nie Leichen umgelegt, du. So, ja, okay. Gehen wir raus. Ja, bitte. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt und bleiben hier und freuen uns, dass wir in Sicherheit sind. Ja, okay, hier ist ein sicherer Ort. Hier spawnt bestimmt irgendwann wieder Essen oder so. Als nächstes wie episch anders. Jetzt die Tür aufgegangen ist. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Warte, wir machen meinen Sound lauter. Marion bleibt stehen, dreht sich um. Läufst du oder schleichst du? Ich schleiche. Oder redest du mit Till? Beide. Ist hier noch irgendwas? Alles noch. Oh, der schleicht so langsam. Hast du dich jetzt extra hingelegt, um zu sehen, ob wir es auch machen? Ja. Komm, mach es. Mann! Wir Spaß verlieren. So, ich fülle mir gerade meine Trinkflasche auf. Habt ihr auch noch so Trinkflaschen? Oh, wie, ich habe ja. So einen Kanister. Geht das hier? Das ist ja cool. Waterbottle musst du haben, ne? Wie geht das? Also ich habe eine Wasser... Ins Inventar gehen, rechtsklick auf die Drink Waterbottle. Oh ja, cool. Und das ist ja so. Cool. Tatsächlich. Und bei so kleinen Seen geht das auch. Der Hammer. Ja, voll der Hammer. Und das ist super, wie die sich hinlegen, wenn die irgendwas trinken oder so. Ich muss was trinken, ich setze mich lieber auf den Boden dafür. Ja, vor allen Dingen, die sitzen ja nicht mal richtig, die hocken ja da irgendwie sowas auch so komisch. Mit dem Gesicht zur Erde. Oh, ich muss mich schämen, ich muss etwas trinken. Oh Gott, es ist Zombie-Apokalypse und ich muss was trinken. Ich muss was trinken, praise the Lord. Okay. Oh, Streichhölzer. Einer von euch hat bestimmt noch ein Streichhölzer. Ihr habt beide wahrscheinlich noch keine Streichhölzer, ne? Hier sind Streichhölzer. Stefan, willst du? Ja, oder soll ich? Das ist mir egal. Ich hab den Kompass, jetzt kriegst du die Streichhölzer. Oh, das ist sehr nett von dir, Marion. Wer von euch hat eine Axt? Ich glaube, hat eine Axt. Dann sollte Marion auch die Streichhölzer nehmen. Ach Gott. Willst Box du deinen Kompass zurück? Ja, dann gib mir den Kompass los. Ja, warte. Es dauert jetzt ein bisschen. Ja, Till, lass uns, ja? Es ist Zombie-Apokalypse, da muss man sich alles gleich aufteilen. So, warte. Fallen nach rechts oder fallen nach links? So, jetzt müsst ihr drin sein, bitte. Ja. Boah, wir sind so ausgerüstet, das ist der Wahnsinn. Der absolute Hammer. Was ist das da drüben noch? Das ist Wahnsinn. Nichts. Warum ist immer super. Nichts, nichts, was wir brauchen. Aber hier liegt ein Healpack oder was das ist. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Doch. Jetzt momentan an sich nicht. Du kannst ja mitnehmen, aber... Boah, wir brauchen unbedingt was zu essen. Mein Essen ist rot. Düm-düm. Tja, Stefan hat ja eins verschlimmt. Ich hab schon zwei Heatpacks. Ist das dann genug? Ja, ich habe auch zwei Heatpacks. Nein, komm. Okay. Können wir jetzt weiter, bevor wir alle verhungern? Danke. Bitte. Puh, okay. Ich würde Hat jemand schon kein Hunting Knife? Ich habe gar nichts außer diese Waffe. Okay, dann. Nehmen das lass GLaDOS das Hunting Knife nehmen, weil sie schon Matches und die Axt hat. Ich habe schon das kann man kombinieren. Okay, und so, weiter okay, geht's dann im nächsten Part. Wir sagen tschüss und sehen uns dann gleich wieder. Ciao. Tschüss.